Der Depotcontest der DRB Bank auch in diesem Jahr. Im Jahre 2012 schauen wir hier bei Börse Stuttgart TV auf die Depots der Teilnehmer. Heute auf das von Artus Direkt Invest AG. Wir sehen einen Depotwert von 717.000 Euro. Da bleibt noch jede Menge Raum für Cash. 300.000 sind übrig, die dann möglicherweise in Krisenszenarien investiert werden könnten. Bei 30 Trades in diesem Jahr eine Performance von rund 2%. Damit bewegt sich das Unternehmen im gesunden Mittelfeld mit eben dieser Rendite von ca. 2%. Und jetzt wollen wir mit demjenigen reden, der dies zu verantworten hat. Jörg Bohn von der Artus Direkt Invest AG habe ich schon angesprochen. Die Frage ist, mit welchen Mitteln Sie aktuell investieren? Wie sind Sie aufgestellt? Wie haben Sie diese 2% plus in einem ja doch sehr festen Markt erreicht? Wir sind sehr langsam an die Märkte herangegangen. Wir haben eine umfangreiche Finanzmarktsoftware, vorwiegend Trendfolgeverfahren. Und nach diesen Signalen haben wir überwiegend in Investmentfonds investiert. Waren Sie möglicherweise zu vorsichtig und Ihre Systeme auch zu vorsichtig angesichts der Dynamik der Aufwärtsbewegung in den ersten Wochen? Wissen Sie, solche Systeme sind keine Schnellschüsse oder Raketen, sondern das muss alles sich aufbauen. Und so ist es an sich normal, wie wir jetzt performancemäßig aufgestellt sind. Dann gucken wir uns doch mal an, wo Sie investiert haben. Sie haben es auch selbst schon angesprochen, in Fonds beispielsweise. Und da setzen Sie unter anderem auf Asiens Tiger. Was haben Ihnen die Tiger Wohliges angetan? Nun, diese Tiger ist ein Fonds von Barings. Der beinhaltet Indonesien, Thailand, die Philippinen und Malaysia. Das sind nach Expertenmeinung die nächsten aufstrebenden Märkte in Asien. Wie hoch ist ein Depotanteil, was die asiatischen Tiger anbelangt bei Ihnen? Gut, wir haben also grundsätzlich die Regeln, dass wir etwa 6% des Depotwertes in eine Anlage tätigen. 6% bei 100.000? Dann sind das etwa 900.000 Euro. Sowas in der Art, genau. Für Cash. Cash ist wichtig, kommen wir noch beim Ausblick drauf, wofür Sie sozusagen diesen Cash sich aufbewahren. Sie haben auch einige Spezialitäten im Depot drin, beispielsweise ein Genussschein, der Hypo Real Estate. Das klingt nach einem sehr spekulativen Investment. Nun gut, wir sind in der chancenorientierten Liga aufgestellt. Hier ist es folgendermaßen, dass die Bank, die Hypo Real Estate, inzwischen von einer Bad Bank übernommen worden ist quasi und die großen schlechten Risiken in dieser Bad Bank sind. Das Nachfolgeinstitut, die Deutsche Pfandbriefanstalt, hat noch verschiedene Genussscheine. Und wenn diese Pfandbriefanstalt schwarze Zahlen in einem Jahr schreibt und das 3 Jahre hintereinander, dann könnte der Schein sich verdoppeln, verdreifachen. Und bisher ist er auch schon gut gelaufen, hat, glaube ich, um die 20% zugelegt. Ist es, aber wir sehen noch weiteres Potenzial. Also bleiben Sie auch damit am Ball. Wir sind beim Blick nach vorn. Der Genussschein ist für Sie dabei ein Aspekt, aber Sie sagen, auch Japan ist für Sie ein Investment wert. Ja, unsere verschiedenen technischen Analyseverfahren geben ähnliche gute Signale wie beim DAX. Und wir sind dabei, einen entsprechenden Investmentfonds herauszusuchen für den japanischen Nikkei 225. Wenn ich nochmal nachfragen darf, was macht Japan so sexy? Ist es die Währung? Ist es die Charttechnik beim Nikkei, die den Index über 10.000 getrieben hat? Es sind also auch natürlich das billige Geld, was ja andere Notenbanken in anderen Ländern auch gemacht haben. So, dann haben wir also gewisse Eigenschaften, die Deutschen und Japaner die gleichen haben. Die sind fleißig und bescheiden und dynamisch. In diesem Sinne schauen wir natürlich auch noch auf das, was in diesem Jahr insgesamt am Aktienmarkt passiert. Und wir wollen nochmal auf eine Grafik schauen, nämlich auf die Performance des Depots von Artus Direkt in diesem Jahr. Ich habe es angesprochen, knapp 2% im Plus. Man hat sich herangetastet an die Performance in diesem Jahr. 10 Monate Depotkontos liegen noch vor uns. Welche Erwartungen haben Sie noch an dieses Börsenjahr? Ja, grundsätzlich positive Erwartungen. Andererseits aus Erfahrung wissen wir, dass es öfters mal zu Rückschlägen kommt. Deswegen sind wir auch im Moment nicht voll investiert. Und da wir ja regelbasiert nach Trendfolge arbeiten, werden wir keine großen Verluste produzieren. Na, das nenne ich doch mal eine Vorhersage. Jörg Bohn war das von Artus Direkte im Rahmen des DRB Depot Contest im Mittelfeld in der chancenorientierten Liga. Weiterhin toi toi toi. Vielen Dank. Danke Ihnen.